Ja, hallo Freunde, Christian Schemmer, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe, diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, wir haben mal direkt rein, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du so ein Formular auf liebeschipp.de machen. Wir haben mal wieder unser Lieblingsthema Polarität. Ich bin gerade in den letzten Zügen zu dem Polaritätsbuch, hoffe, dass ich damit dann alle Fragen beantworten kann. Ist jetzt im Lektorat, ist auch schon fast abgeschlossen. Also, aber gut, trotzdem kommt es erst im September raus. Ist also ja, und zwar, ich habe ab und zu auch mal David Day da empfohlen, tue ich auch nach wie vor. Der hat auch zwei Polaritätsbücher geschrieben, die sind aber ganz, nee, die sind nicht ganz anders. Also ich finde, energetisch passen die zu dem, was wir hier machen. Und also das ist der Weg des wahren Mannes und für Männer und du bist Liebe für Frauen, heißt das, glaube ich. Trotzdem ist es, ja, wirkt es manchmal ein bisschen oldschool. Und ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nicht mehr jedes Kapitel hier im Kopf. Und hier hat der Schreiber hat hier ein paar Fragen gestellt zum Thema Polarität und was Data schreibt und genau. Hallo Christian, vorab mal vielen Dank für deine Arbeit. Die Kurse sind wirklich hilfreich und geben guten Einblick in das Thema toxische Beziehungen, wie man da rauskommt. Und auch vieles anderes, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst und so weiter. Könntest du mal ein Video über Polarität mit Abgrenzung zu Toxizität machen? Also erstmal ein spannendes Thema, ist auch ein Buchkapitel, weil, wie wir alle wissen, hat Polarität nichts mit Kompatibilität zu tun. So, ne? Und du kannst in toxischen Beziehungen extreme Polarität haben. Aber es halt mangelt halt komplett an der Kompatibilität, ne? Deswegen, also weil ich ja sowohl Dating-Bereich bearbeite als auch toxische Beziehungen, ist manchmal, muss man immer aufpassen, wenn man so die beiden Konzepte so mischt, sag ich mal, ne? Weil natürlich suchst du grundsätzlich Polarität, aber manchmal ist es auch einfach, geht's nur um das in toxischen Beziehungen und von daher, ja, gibt es da eigentlich auch gar nicht viel Abgrenzung, weil, wie gesagt, toxische Beziehungen können sehr polar sein, ne? Du verweist auch hin und wieder auf David Data, denn speziell finde ich seine Ansicht manchmal etwas zu extrem und seine Einordnung von Polarität sind für mich eher Beispiele für ungesunde Beziehungsmuster. Ja, wie gesagt, es ist echt ein bisschen her, seitdem ich die Bücher gelesen habe, aber wir können die Fragen ja trotzdem beantworten. Also ich kann jetzt nur nicht genau sagen, ob, das kann ich jetzt gleich schon sagen, ob der jetzt genau das geschrieben hat, gehe ich mal von aus, wenn er mich hier das fragt, der Breschnewskow. Und aber gut, ja. Also sind eher Beispiele für ungesunde Beziehungsmuster. Mich würde interessieren, wie du das einordnest. Laut Data prüfen, testen Frauen fortwährend ihre Männer. Also, ja, bleiben wir mal da stehen. Ja, ich glaube, da ist was, also nicht fortwährend, glaube ich nicht. Und die eine Frau macht es vielleicht mehr als die andere. Und das ist ja auch eine Idee aus der Red Pill, diese Shit-Tests. Und warum sollen Frauen das angeblich machen? Weil sie sozusagen evolutionär immer wieder testen, ist mein Mann eigentlich noch stark? Hat er noch Power? Steht er noch gut in der Rangordnung? Und ja, ich würde das nicht... wird das nicht abtun. Also ich glaube, wenn du, also ich glaube, jetzt, es gibt sicherlich Frauen, die das ständig machen und Frauen, die es weniger machen und vielleicht sollte es auch in einer ruhigen, stabilen Beziehung, sollte es vielleicht nicht so ein Riesenthema sein, sagen wir mal so, ganz vorsichtig. Aber dass es jetzt gar nicht passiert, nee, glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein bewusster Prozess, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, ja. So, indem sie sich beschweren, sie herausfordern, ihre Meinung ändern und andauernd an ihnen zweifeln. Also das hat für mich jetzt nicht was mit Herausfordern zu tun, das ist, sondern das ist, oder ich meine, ich weiß, ich verstehe den Zusammenhang und vielleicht gibt da sicherlich auch einen gewissen Überschnitt, aber das sind für mich Beispiele, dass eine Frau nicht in ihrer Polarität ist. Und warum ist sie nicht in ihrer Polarität? Weil der Mann nicht in seiner Polarität ist. Vielleicht geht sie auch selber auch nicht gerne rein. Man kann es auch nicht nur auf den Mann schieben. Es gibt Frauen, die wollen einfach nicht in ihre Polarität gehen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit sich fallen lassen und so, vielleicht auch in der Kindheit. Und dann fahren sie lieber in so einem Schutzprogramm und das ist eher in der männlichen Polarität. Und ja, aber das ist ein typisches Beispiel, dass die Frau nicht in ihrer Polarität ist. Ne? Meckern, sich beschweren, unzufrieden sein. Und ja, es hat immer einen Grund natürlich. So, ja, also bis hierhin alles klar. Abwertung und Nörgeln während einer Tagesordnung. Ja, also ich würde
keine Frau mehr daten, wo Abwerten und Nörgeln an der Tagungsordnung wäre, dass ich nicht mehr ins Haus kommen wäre. Also, ihr wisst auch nicht, wo man das aushalten sollte, echt nicht. Wenn das ständig ist. Die gehässigen Launen, also in Anführungsstrichen, der Frau sollten ertragen und mit Liebe besiegt werden. Ja, also wenn das der da geschrieben hat, dann bin ich nicht mit ihm einer Meinung. So. Also ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? Und wie gesagt, und es kann auch in Beziehungsdynamiken geben, wo Frauen dann aus der weiblichen Polarität rausfahren und das mehr passiert. Und das bearbeitest du dann aber, indem du guckst, hey, wo bin ich als Mann aus meiner männlichen Polarität rausgefallen? Und vielleicht auch mal, wenn zu viel genörgelt wird, vielleicht auch mal dich abgrenzt und sagst, ey, jetzt reicht's aber mal, jetzt hör mal auf damit irgendwie. Und ja, also kann eigentlich sagen, wer in deine männliche Polarität gehst. Und aber das wollte nicht mit Liebe besiegt werden. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn dann eher so mit polarer Liebe oder so, aber das, Gott, ich glaube nicht, was der da jetzt hier meint, wenn er das wirklich geschrieben hat. Nee, es sollte eben nicht ertragen werden, sondern sonst bleibst du ja, kommst du ja auch als Mann ja auch nicht in deine männliche Polarität und setzt keine klaren Grenzen irgendwie so, ne? Und nee, überhaupt nicht, so, ne? Und sollte auf gar keinen Fall an der Tagesordnung sein, echt nicht. Die Frau wechseln oder eine Therapie machen, so Data sei zwecklos, weil alle so sind. Oh Gott, hat er das wirklich geschrieben? Ey, muss ich, glaube, meine Empfehlung nochmal überprüfen. Aber ihr kriegt ja bald mein Buch. Also, das ist also Feuer und Flamme wird das heißen. Kann ich mal gucken, ob das. Manchmal ist das schon so ganz früh auf Amazon und kriege das gar nicht mit. Das war letztes Mal auch so, aber ich glaube, das ist noch zu weit nach vorne. Nee. Gibt nur meine anderen hervorragenden Bücher. Okay. Ja, also okay, ich weiß nicht, wie gesagt, mit dieser Aussage stimme ich nicht überein, kann man, glaube ich, so klar sagen. Achso, ja genau, die Frau, ja, also ich bin ja ein großer Freund von Partnerwechseln, wenn es nicht passt, ne? Da wird mich auch keiner mehr von abbringen. Also diese ganzen Sprüche wie lieb dich selbst und ist egal, wen du heiratest, ist für mich kompletter fucking Quatsch. Und das werde ich immer so bleiben. Und ich kann absolut akzeptieren, dass da andere Meinungen haben. Und ich kann auch akzeptieren, ja, ganz viel Arbeit kommt aus dem Innen raus, also das würde ich auch sagen. Aber also meine ganze Lehre ist, was sage ich hier nochmal ganz klar, das Match bricht dir das Genick oder es rettet dich irgendwie. Und wenn das Match nicht stimmt, dann kannst du machen, was du willst. Sage ich auch in meinem Verlustangstkurs, ist auch eine Botschaft darin, ja, du kannst, ist kein Wunder, wenn du Verlustangst hast, wenn du mit einem falschen Partner zusammen bist, so, ne? Und es ist überhaupt, also das absolute Gegenteil von dem, was ich sage. Dann hör auf, wenn es nicht klappt, such dir jemand anders, brich es ab, lass dich nicht kaputt machen von einer Beziehung. Und natürlich macht es Sinn, die Frau oder den Mann auch zu wechseln. Absolut, wenn es nicht passt, ne? Und Therapie, ja gut, ich meine, wann macht man. Therapie macht man ja eigentlich, wenn es eine konkrete Störungen gibt, eine Indikation, und die möchte man eben beheben. So, und dann macht man eine Therapie, ob es eine Therapie, weiß ich nicht, also kann er natürlich immer weiterbringen, und auch in Beziehungssachen sollte es einen natürlich weiterbringen können. Aber, also mir geht es eher so um Wissensvermittlung, so, ne, und hat jetzt erstmal mit Therapie gar nichts zu tun, also so einfach vermitteln, was funktioniert in Beziehung, wie funktioniert es, wie kannst du das anders machen, also eher so ein Ansatz in der Richtung, und da auf jeden Fall kann man mit entsprechendem Wissen, kann man sehr viel reißen, auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht genau, was damit jetzt gemeint ist, aber auf jeden Fall würde ich nicht darauf warten, dass sich jemand verändert durch Therapie und ein besserer Partner für dich wird, also das, da sind die Erwartungen, glaube ich, häufig zu groß, so, ne. Und es sind nicht alle Frauen gleich, was hier dieses Shit-Testing angeht, also definitiv nicht, ne? Also sicher, Frauen sind launenhafter als Männer und lieben Drama, siehe Rosamunde Pilcher, Bild der Frau und so weiter, und sind hormonell ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt, wo sich natürlich in deren Gefühlen und dem Umgang mit dem Partner widerspiegelt. Ja, also, dass Frauen jetzt
launenhaft, also das ist, glaube ich, eine weibliche Polarität, das ist, vielleicht launenhaft ist jetzt ein negativer Begriff, aber dieses, ja, sehr emotional, hin und her schwingend, der Vogel, der beim Berg flattert, ja, das sind schöne Bilder für weibliche Polarität. Drama haben wir, glaube ich, alle ein Problem mit, aber vielleicht mögen das Frauen noch mehr, weil Frauen natürlich auch mehr so diese, sich an, für soziale Dinge so interessieren, im Mittel, sage ich mal, jetzt nicht jeder, aber das ist uns auch belegt, das sind jetzt alles nicht nur was das Meinung von mir. Also gibt ganz viel Forschung über diese fünf Persönlichkeitsfaktoren, habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Und da sind Männer und Frauen haben da halt gewisse Unterschiede so, ne? Wo ist die Grenze zwischen weiblicher Polarität und Toxizität? Ja, wie gesagt, es gibt ja, das hat einen großen Überschnitt, teilweise. Also deswegen sage ich eher mal, eine gesunde Polarität ist eine, wo der Partner sich jetzt nicht toxisch verhält und ja, und es trotzdem polar ist so, ne? Und genauso kann man auch sagen, dass ganz viele Leute, die mir schreiben, ganz viele Frauen, die mir schreiben, kann man sagen, die Männer sind in ihrer Polarität, sind aber total egozentrisch oder ja, und dann nützt es einem nicht für die Polarität, ne? Dann passt das andere halt nicht. Und genauso empfinden ganz viele Männer, die zu mir kommen, empfinden ihre Frau als ja, flatterhaft, spannend, polar, und es bringt sie aber förmlich um, die Beziehung, ne? Weil es zu Manipulationen kommt und keine Loyalität da ist und ich weiß nicht was. Und deswegen gibt es da eigentlich, also das sind so zwei Teilbegriffe, die einen ordentlichen Überschnitt haben, und du willst diesen Überschnitt willst du nicht rein. Du willst Polarität haben, aber nicht im toxischen Überschnitt so, ne? Ist Abwertung, Kritik und Genörgel nur Mittel zum Schaffen von Distanz, einer Bindungsangst oder wirklich Alltag und Teil der weiblichen Polarität? Nee, also das, also jeder hat gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder nörgelt mal. Und da muss man halt gucken, was gerade Phase ist. Aber wenn jemand ständig nörgelt, dann würde ich das eher als Teil dieses toxischen Kreislaufs sehen. Lovebombing, Kritik, Abschuss, was bei Frauen gibt, bei Männern gibt. Und ja. Und letzteres, wie viel ist dann wirklich gesund für eine Beziehung? Ja, so viel, dass du nicht liebesüchtig und wirst und vor die Hunde gehst in der Beziehung und dass es schlimmer ist, als wenn du Single bist. Aber wie gesagt, das hat, Polarität ist an sich erstmal ein Konzept, das ist weder gut noch schlecht. Das sorgt einfach für Anziehung, und manchmal hatten wir auch zu viel Anziehung in Beziehung. Und also insofern, dieser Faktor Gesundheit einer Beziehung, der wird eher über den Bereich Kompatibilität vermittelt, nicht unbedingt über Polarität, ne? Gut, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten, und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.